Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute ist Samstag, also ist mal wieder Sammlungssamstag bzw. Shop My Stash Lottery Samstag. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen ein Fullface Random aus meinem Backup, aus meiner Sammlung zu schminken, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich habe hier meine Losbox mit Zettelchen drin und ich habe hier meinen Laptop mit meiner Sammlung als Excel-Tabelle drin. Und wir werden jetzt mal starten, das Ganze auszulosen. Als erstes losen wir den Primer aus, denn davon besitze ich 38. Und wir ziehen die Nummer 39. Somit sind wir bei der Nummer 1. In diesem Video gibt es übrigens auch was zu gewinnen, und zwar ein Reiseset. Das ist dieses hier mit kleinen Mini-Größen von einer Sonnenlotion, einer After-Sun-Lotion und so weiter. Alles, was das Herz zum Sommer begehrt. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, ist, was unten in der Infobox steht. Schau da gerne einfach mal vorbei. Okay, wir machen es erstmal vanillig. 183 Days by Trended Up. Die Marke gibt es ja leider nicht mehr. Leider ist gut, so gut fand ich die auch nicht. Vanilla Shake Base, das ist diese hier. Ja, das ist einfach eine cremige Geschichte. Ist ölhaltig, deswegen läuft es gerade meinen Finger runter. Es fühlt sich auch einfach an, als würde man sich eine Creme ins Gesicht geben. Zieht schnell ein, spendet Feuchtigkeit. Ich weiß gar nicht, was die machen soll. Perfektionierend und feuchtigkeitsbewahrend und Glycerin und Farbpigmente? Farbpigmente habe ich jetzt nichts von gemerkt. Es riecht aber ein bisschen nach Vanille. Also dieses Vanilla Shake, also Vanilla Shake. Toll. Übersetzen wir es 1:1. Riechst du wohl ein bisschen, ne? Aber es ist nicht penetrant, es ist ganz, ganz leicht auf der Haut. Vom Duft her. Vom Gefühl her, wie eine Creme halt. Weiß ich nicht. Als hätte ich mir nicht wirklich irgendwas aufgegeben. Ich weiß auch nicht, ob das irgendwie großartig irgendwas macht. Ich sehe nichts. Foundations habe ich 39. Na. Und da ziehe ich die Nummer 4. Die habe ich noch gar nicht verwendet. Catrice Nude Illusion Make-up Luminous Matte Soft Focus Effect Long Lasting habe ich in der Farbe 020. Ich verlinke dir natürlich alle Produkte unten in der Infobox. Rose Vanilla. Ich hoffe, dass der Farbton meinem Hautton entspricht. Jetzt. Ja, ist relativ flüssig. Sieht aber doch etwas dunkler aus. Riecht nach Foundation. Riecht nach nicht viel. Aber es könnte passen. Es könnte passen. Bislang war ich ja nicht so überzeugt von Catrice Foundations. Mal gucken, ob mich diese überzeugen kann. Farbtechnisch überzeugt sie mich nicht so ganz, aber an der Farbauswahl bin ich ja auch selber schuld. Ne? Hätte ich wahrscheinlich die 010 nehmen müssen. Da hat das Puder gleich einiges zu retten, um das mal so zu sagen. Also mir gefällt tatsächlich auch die Foundation an sich nicht. Also nicht nur die Farbe passt halt nicht wirklich. Die Deckkraft ist mir tatsächlich ein Stückchen zu hoch. Sie deckt sehr, ja. Sie mattiert. Ich habe eine trockene Nase, es tut mir leid. Das muss ich gleich mal korrigieren. Luminous? Nein. Illuminating? Nein. Was soll die noch machen? Long Lasting, das sehen wir. Soft Focus? Sehe ich aus wie ein Instagram-Filter? Nein. Oh, also Catrice Foundations sind wohl nicht so ganz kompatibel mit meiner Haut. Da ist meine Haut wohl zu trocken für. Mist. Tja, passiert, ne? Aber dafür sind solche Videos ja auch für mich da, dass ich einfach sehen kann, okay, funktionieren die Produkte miteinander, funktionieren sie mit mir und gegebenenfalls sortiere ich was aus. Also das ist leider dann auch das Resultat, ne? Es ist mir zu matt. Naja, gut. Concealer. Ich habe 25 Concealer. Und ich ziehe die Nummer 88. Somit sind wir bei der Nummer 13. Madara The Concealer. Von dem weiß ich noch, dass der sehr feuchtigkeitsspendend sein wird. Und das ist ein Perfecting Concealer, den ich in der Kooperation zugeschickt bekommen habe. Vielen, vielen Dank nochmal an dieser Stelle. Den habe ich in der Farbe 25. Kann das sein? Der kommt mit einem Applikatorfüßchen raus und den blende ich mir auch ein. Oh, der hält schon wieder ein bisschen auf, das gefällt mir. Madara gibt es übrigens auch mittlerweile bei Look Fantastic. Deswegen schaue ich mal, ob ich euch auch die Links von Look Fantastic mal in die Infobox packen kann. Also ob es genau diesen Concealer auch dort gibt, das weiß ich nämlich nicht.
Ja, aber das ist ein wirklich perfektionierender und recht gut deckender Concealer, was mir echt gut gefällt. Und ja, der gibt jetzt auch wieder ein bisschen mehr Wachheit ins Gesicht. Macht den Look einfach ein bisschen fresher, was ich gut gebrauchen kann. Wir ziehen nun aus 31 Pudern die Nummer 75. Somit sind wir bei der Nummer 13. Setten werden wir das Ganze mit dem You Better Work Fixing Powder von Essence. Das ist einfach ein, ja, weißes Puder, was noch so ein Schwämmchen mit dabei hat, den ich aber nicht verwende. Damit könnte man theoretisch das Produkt noch intensiver in die Haut einarbeiten. Es weißelt ein bisschen, das heißt, wenn man es zu stark aufträgt, dann hast du wirklich nicht dieses Translucent Finish, sondern ein sehr aufgehelltes Finish, was ich jetzt gerade gut gebrauchen kann. Dann nehme ich mir einfach hier so einen Pinsel von BH Cosmetics aus dem Midnight Pinsel Set und setze erstmal unter meinen Augen den Concealer. Das Puder soll auch gym-proof und waterproof sein. Also du kannst damit halt auch einfach mal ein bisschen schwitzen, was ich ganz gut finde. Gerade jetzt im Sommer finde ich die You Better Work-Reihe von Essence echt super passend. Und mit einem großen, fluffigen Pinsel werde ich jetzt den Rest meines Gesichtes auch einfach mal setten. Ja, aber da brauche ich ja keinen festgebundenen oder präzisen Pinsel für. Da kann ich einfach drüber fluffeln. Also mein Gesicht ist jetzt auch tatsächlich ein bisschen aufgehellt worden durch das Puder, was ich gut finde. Denn ansonsten fand ich die Foundation doch wirklich sehr, sehr trocken, beziehungsweise sehr, sehr dunkel. Wenn ich das jetzt aber so anschaue, gefällt mir das Finish der Foundation schon. Und ich bin sehr gespannt, wenn nachher das Fixing Spray kommt, wie sich die ganzen Geschichten dann so im Gesicht auch verbinden. Denn vielleicht ist die Foundation dann ja doch etwas, was bleiben darf. Mal gucken, ob es genauso ausgewogen weitergeht. Ach so, nee, Kopf oder Zahn, Leute. Ich habe eine Münze. Kopf bedeutet, wir benutzen die Face-Paletten. Zahl bedeutet, wir benutzen Blush, Bronzer und Highlighter separat. Das habe ich letztes Mal vergessen. Shame on me. Und ich habe Kopf, also Face-Paletten. Davon habe ich 15. Und wir ziehen die Nummer 22. Somit sind wir bei der Nummer 7. Die Face-Palette, die ich gezogen habe, ist von It Cosmetics, die Your Most Beautiful You-Palette, die Love, Love, Live-Palette. So. Die Verpackung wird übrigens irgendwann echt spackig, ne? Das ist echt schade, dieses Matt-Schwarz wird irgendwann nicht mehr so schön, weil du packst halt drauf mit den Händen, mit denen du vorher Foundation und so aufgetragen hast. Hey, sorry. Und da haben wir Blush, Bronzer und Highlighter drin und ich finde die wundervoll. Den Bronzer trage ich mir mit dem gleichen Pinsel auf, mit dem ich gerade das Puder aufgetragen habe. Und wärme damit einfach mein Gesicht auf. Gut, ich hatte eine etwas zu dunkle Foundation, die ich gerade aufgehellt habe. Und mache jetzt wieder Bronzer drüber. Das ist eigentlich ziemlich bekloppt, aber Bronzer hat einen Sinn. Denn du gibst ihn ja auch punktuell da auf, wo du ihn hinhaben möchtest. Du gibst ihm jetzt ja auch eine Richtung vor, wo er hin soll. Dementsprechend ist es dann auch wieder in Ordnung. Finde ich. Was benutzt du eigentlich lieber? Puderprodukte oder Cremeprodukte? So auch bei Blush und Highlighter, auch bei Bronzer. Schreib mir das mal gerne unten in die Kommentare rein. Bronzer habe ich jetzt leicht aufgetragen, aber er hat eine schöne Dimension ins Gesicht gegeben. Ach komm, hier noch ein bisschen mehr. Bisschen mehr an der Wange. Was ist das denn hier für ein Falschgeiz? Ich finde, der Bronzer gibt halt auch einfach so Dimension und ein... Dimension ist echt das Wort des... Videos hier, Entschuldigung. Aber der gibt halt dem Gesicht das Leben und diese Kontur auch ein bisschen und Wärme. Und ich finde den schön. So, als Blush nehme ich auch wieder diesen Pinsel, mit dem ich eben unter den Augen gesettet habe, den Ton Love auf. Der ist intensiv. Den klopfe ich erstmal etwas ab und dann gebe ich ihn mir auf meine Wangen. Der lässt mein Gesicht einfach auch noch mal ein bisschen frischer aussehen. Und dann fluffle ich kurz nochmal mit dem Fluffelpinsel drüber. Oder auch, ich verwende einen fluffigen Puderpinsel, um nun alles miteinander verbinden zu können und alles etwas smoother aussehen zu lassen. Ich verblende die einzelnen Produkte miteinander, damit alles, damit die Übergänge schön weich sind und mein Gesicht einfach wie vollkommen natürlich sonnengeküsst und errötet aussieht. Nein, so rede ich nicht, ne? Nein. Highlighter. Da nehme ich den Liv. Den klopfe ich aber nicht ab, weil ich möchte nicht. Der ist mit so einem leicht kühlen Unterton, aber dadurch strahlt er halt nochmal umso mehr, ne? Ach, ich finde es so schön.
Ja, ich habe es gerade auch hier in diesem Spiegel gesehen. Durch die Foundation sitzen die Produkte eigentlich viel mehr auf meinem Gesicht und sind noch nicht so richtig miteinander verbunden. Das müssen wir unbedingt gleich durch ein Fixing Spray lösen. Mein Gesicht ist erstrahlt. Augenbrauenprodukte besitze ich 18. Und wir ziehen die Nummer 88. Und sind somit bei der Nummer 16. Als Augenbrauenprodukt habe ich hier gezogen von Riva Loves Me den Eyebrow Pencil in der Farbe 01 Natural Blonde. Das ist einfach so ein Stift zum Anspitzen, den ich mal wieder anspitzen könnte, denn da hängt eine Augenbraue dran. Da da kein Bürstchen bei ist, nehme ich mir einfach hier so ein Bürstchen aus meiner Pinselsammlung da und bürste mir einfach die Augenbrauen vorher mal durch. Und nun zaubern wir mir mal ein paar Augenbrauen. Die Farbe passt übrigens optimal bei mir. So soll das einfach mal für heute bleiben, denn ich mag einfach jetzt, wenn es nicht zu extrem ist. Und ich finde, bei diesem Stift kannst du echt nicht meckern. Ne? Bei dem Preis-Leistungs-Verhältnis ist es echt top. Der hält mir auch den ganzen Tag bei mir und ja, deswegen. Super Geschichte, mag ich einfach richtig gern und kann ich voll empfehlen. 9 Augenbrauengele befinden sich in meiner Sammlung. Und hier haben wir die Nummer 10. Damit sind wir bei der Nummer 1. Wir dürfen die Augenbrauen fixieren mit einem etwas hochpreisigeren Produkt. Und zwar das Clear Brow Gel von Anastasia Beverly Hills. Das hatte ich mal irgendwo in der Bag mit dabei. In irgendeiner Douglas-Bestellung war das für immer mit dabei. Das hat ein etwas größeres Bürstchen, was so ellipsenförmig ist. Keine Ahnung. Und das mache ich jetzt einfach mal drüber. Und ob ich jetzt dieses echt teure Produkt verwende oder ob ich das günstige Lavera Augenbrauen-Gel verwende, macht ehrlich gesagt überhaupt keinen Unterschied. Augenprimer befinden sich 10 Stück in meiner Sammlung. Und ich ziehe die Nummer 67, somit sind wir bei der Nummer 7. Die Augen werden nun geprimed und vorbereitet auf den Lidschatten, der nachher kommt, mit dem Make-up Revolution London Eye Primer. Ja, ich guck mal, ob ich euch einen ähnlichen verlinkt bekomme, weil das ist tatsächlich ein Adventskalenderprodukt. Kommt mit einem Minifüßchen, gebe ich mir einfach hier so auf die Augenlider. Und das hat tatsächlich auch eine leichte Deckkraft mit dabei. Mit meinen Ringfingern tapere ich das Ganze auf meine Lider. Es ist ein Augenprimer, da kann man nicht viel zu sagen. Er primet die Augen. Lidschattenpaletten sind mein größtes Laster. Davon habe ich 91 Stück mittlerweile. Also ich kratze schon fast an der 100, aber ich will es nicht zu 100 kommen lassen. Da wird vorher aussortiert. Und ich ziehe die Nummer 66. Darüber bin ich sehr, sehr froh. Ich habe die Revolution Soap X Extra Spice Lidschattenpalette gezogen. Die habe ich seit Ewigkeiten nicht mehr verwendet und jetzt tue ich es. Die hat einen riesengroßen Spiegel mit dabei, wie wir das von den etwas höherpreisigen Revolution Paletten kennen. Und ja, wundervolle Töne, sowohl matte als auch schimmernde Töne. Aber keinen Setting-Ton, deswegen verwende ich meinen Puder und sette kurz mein Lid. Wir starten mit dem Ton Cookie Duff oder auch Keksteig und setzen uns den einfach mal in die Lidfalte. Ja, das ist jetzt ein Basic-Ton, ne? Da kann ich jetzt nicht so viel zu sagen. Es ist halt so ein hellbraun, beige, was man sich jetzt so als Übergangsfarbe auf die Augen gibt, aber ja, der muss auch nicht so viel können. Was mich wirklich an der Palette stört, ist, dass ich hier keinen Ton zum Setten drin habe, jedenfalls nicht bei meiner Hautfarbe. Ne? Also ansonsten könnte man vielleicht Cookie Duff zum Setten nehmen, aber man sieht, für mich wäre das jetzt überhaupt kein Ton, um das Lid zu setten. Ich glaube, ich habe heute Lust auf einen farbenfrohen Look mal wieder. Habe ich irgendwie schon länger nicht mehr gemacht in meinen Augen. Dann nehme ich mir 21, dieses Rot, mit einem Smudger-Pinsel auf. Gebe mir das erstmal mutig auf mein komplettes bewegliches Lid. Ihr könnt ja schon mal in den Kommentaren raten, was ich jetzt hier gerade versuche für einen Look zu schminken. Also über die Pigmentierung von diesem Rot muss man sich überhaupt nicht beschweren, weil das ist ja mal krass. Für ein Rot ist es richtig, richtig schön. Den Ton blende ich jetzt mit einem etwas schmaler gebundenen, aber nicht ganz so fest gebundenen Blendepinsel aus und nehme die Farbe Sweet and Sour. Das ist dieses Orange.
Das wiederum möchte ich mir weiter nach oben hin ausblenden mit dem Ton Running Late. Das ist dieser Orangeton. Der ist nochmal ein bisschen mehr ins gelb-ockermäßige. Hebt sich aber jetzt nicht so ultramäßig davon ab, muss ich gestehen. Nicht wirklich. Und darüber gebe ich mir Vitamin C, so ein schönes Gelb. Das setze ich mir tatsächlich auch bis unter die Augenbrauen. Mal gucken. Make-up ist Kunst, ich sag's immer wieder. Und ich habe gerade Bock auf kunstvoll. Ich ziehe den Ton auch noch weiter bis in den Innenwinkel. Das ist quasi mein Inner Corner Highlight auch so ein bisschen verstärkt. Übrigens null Fallout, ne? Ich finde es total aufregend. Dann setze ich mir noch ein bisschen was von Enchanted, verzaubert quasi. Das ist dieser Pflaumeton an meinen Außenwinkel. Aber nur so ein bisschen. Das muss auch nicht zu sehr oben mit reingeblendet werden. Das soll im Prinzip nur so ein bisschen hier dieses Außen verdunkeln, weil ich ja gleich am unteren Wimpernkranz auch was Dunkles mache. Boah, die Palette macht so viel Spaß und die gibt so viel Kreativität einem einfach und das ist so toll. Jetzt gehen wir rüber zu den schimmernden Farben und fangen an am unteren Wimpernkranz. Und zwar setze ich mir da Aurora hin. Das ist so ein richtig schönes, schimmerndes Grün. Und dafür nehme ich wieder den Smudger-Pinsel und setze mir das an den unteren Wimpernkranz. Wenn du Schimmertöne am unteren Wimpernkranz aufgibst, ist es meistens halt jetzt nicht so ein Schimmer, wie wenn du den auf dem Lid aufgibst, weil der halt auch einfach nicht die Fläche bekommt, die er normalerweise hätte, wenn er auf dem beweglichen Lid wäre zum Beispiel. Aber um das jetzt hier unten abzudunkeln und um hier so einen Abschluss zu finden und das Ganze halt zu einem Sonnenuntergang über einem Wald zu machen, denn das ist meine Intention, geht es. Ich gebe mir noch ein ganz kleines bisschen unter meinen unteren Wimpernkranzton von dem Lakes. Das ist so ein, Olivton. Ja, gehe ich auch vorsichtig mit dem Smudger rein, klopf gut ab. Gebe mir den da wirklich ganz, ganz soft runter. Da siehst du auch nicht allzu viel von. Ist halt nochmal so eine leichte Abgrenzung, finde ich. Jetzt kommen wir natürlich zu der Sonne und hier gibt es einen Ton, der heißt La Sun, die Sonne. Das gebe ich mir doch direkt einfach mal mit dem Finger auf. Oh, Butter. Das ist auch die Sonne pur. Das kommt genau aufs Zentrum. Oh ja, das ist auch so ein bisschen Halo-Eye-mäßig. Und den baue ich mir natürlich total intensiv auf. Nach oben hin darf der dann quasi so zart auslaufen, nach außen und innen genauso. Ich finde es voll schön, ich mag das. Aber wir sind noch nicht fertig. Denn wir möchten ja auch noch ein bisschen den Himmel repräsentieren. Dafür nehme ich mir einen ganz kleinen festgebundenen Blendepinsel und gehe hier in den Ton Infinity rein. Den setze ich mir nämlich zum einen unter die Augenbraue. Kann auch ein bisschen mit in das Gelb mit rein. Das ist ja sowieso schon bis da oben hochgezogen. Das ist vollkommen in Ordnung. Und zum anderen gebe ich mir den auch noch in den Innenwinkel mit rein. Aber das ist jetzt meine Interpretation von einem Sonnenuntergang über einem Wald. Ich habe 17 Fixing Sprays und mal gucken, ob der Revolution-Lauf weitergeht. Ich ziehe die Nummer 40. Und somit sind wir bei der Nummer 6. Wir fixieren das Ganze jetzt mit dem Essence You Better Work Gym Proof Fixing Spray. Das ist dieses hier und das passt ja auch optimal dann auch zu unserem Puder, was wir gerade verwendet haben. Das soll halt auch wasserfest, schweißresistent und sein. Bitte verbinde jetzt alle Texturen und mach sie schön miteinander. Nehme ich mir hier die Seite vom Schwämmchen, die ich noch nicht verwendet habe und gehe dann einfach nochmal übers Gesicht, damit auch wirklich überall das Fixierspray hinkommt. Die Härchen sich hinlegen, denn feine Härchen habe ich safe im Gesicht. Ja, das Make-up ist tatsächlich jetzt auch besser verschmolzen. Das muss ich wirklich sagen. Also ein Fixing Spray macht viel aus. Darf man nie unterschätzen. 32 Augenstifte habe ich und ich bin super gespannt, ob ich hier jetzt irgendwas Schwarzes rausziehe, etwas Braunes oder vielleicht etwas Blaues. Mal gucken. Ich ziehe die Nummer 27. Ja, nö, das ist schwarz. Das geht.
Als Eyeliner habe ich gezogen von Sephora den Eye Pencil to Go. Das ist dieser schwarze, den ich jetzt einfach zur Wimpernkranzverdichtung verwenden werde. Denn viel mehr kann ich damit nicht machen. Einen wirklichen Wing kriege ich damit leider nicht hin. Ach doch, so einen kleinen Wing konnte ich mir dann damit doch ziehen. Auch wenn es nicht tief schwarz ist, aber das wird auch gar nicht so zu diesem Look passen. Das wäre dann auch zu hart, finde ich. Als nächstes ziehen wir aus 40 Mascaren die Nummer 6. Als Mascara habe ich gezogen, eine, die ich in der Vegan Beauty Basket drin hatte. Und zwar die Mascara Gypsy Volume von Boohoo Green Makeup. Und da bin ich wirklich gespannt. Die Verpackung ist schon mal richtig, richtig, richtig umwerfend. Und wenn jetzt das Produkt auch genauso geil ist, oh, das wäre ein Traum. Wir haben hier eine, vorne spitz zulaufende Kunsthaarbürste, die tatsächlich sehr, sehr holzig riecht. Aber hey, wir dürfen nicht vergessen, die Wimpern zu curlen mit einer Wimpernzange. Ohne Mascara. Erste Schicht. Zweite Schicht. Dritte Schicht. Schade. Ich finde das Ergebnis, um ehrlich zu sein, einfach nur traurig. Also sie hat nicht wirklich was gemacht. Null. Und ihr wisst, was Mascaren bei meinen Wimpern machen können. Ich habe ganz viel Mascara-Fallout quasi, weil sie spritzt. Sie ist super flüssig. Schade. Ich mag die nicht. Schauen wir mal, ob die Lippen das Ganze jetzt so ein bisschen mehr abrunden können, denn das finde ich echt traurig gerade mit der Mascara. Aber gut, 25 Lip Liner habe ich. Und das ist immer sehr, sehr spannend, wenn ich jetzt Lip Liner und Lippenstift ziehe, weil die passen ja nicht immer unbedingt zusammen. Aber man kann es meistens irgendwie noch ausgleichen. Und zwar die Nummer 7. Als Lip Liner habe ich gezogen von Douglas Ultimate die Farbe Rosewood. Das ist einer zum Hochdrehen. Der ist super cremig und haltbar. So sieht es farblich schon mal ziemlich merkwürdig aus, aber es ist eine schöne Farbe. Ich mag dieses Rosenholz auf jeden Fall gerne dazu. 76 Lippenprodukte sind es mittlerweile, also Lippenstifte, Lipglosse und so weiter. Ich musste da mittlerweile sogar ein neues Regal für anschaffen, weil diese Aufsteller nicht mehr so ordentlich waren. Naja, aber wir gucken mal. Was ich da jetzt ziehe, die Nummer 12. Toppen dürfen wir das Ganze von BH Cosmetics mit dem So Extra Lip Gloss. Der ist wirklich so extra, weil der hat blaue und pinke Schimmerpigmente mit drin. Das ist die Farbe Sequin. Der hat ein Oschi von Füßchen und das erinnert so ein bisschen auch an den Fenty Beauty Gloss. Das sieht ganz schön traurig mit den Augen aus, ne? Also ihr seht jetzt, so sehe der Look aus mit den Produkten, die ich ausgelost habe. Ich werde jetzt aber mein Mascara-Fallout entfernen und mal eine andere Mascara drüber geben, einfach um das Ganze mal schön zu haben. Und dann zeige ich euch den Look, der dabei entstanden ist. Dafür nehme ich jetzt einen Superhelden und zwar die IT Cosmetics Superhero Mascara. Das ist der Look, den ich haben wollte. So gefällt mir das nämlich deutlich besser. Es ist echt krass, was Mascara ausmacht, oder? Ich finde es immer wieder bemerkenswert. Und ja, ihr Lieben, das ist jetzt der fertige Look und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Style-and-Talk-Videos, hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!